Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Literary Fanfiction von Farrah Otix. Eines Tages erhält Maurice einen seltsamen Brief. Seltsam deswegen, weil er scheinbar nicht nur aus der Zukunft stammt und die Ankunft seines neuen Klassenkameraden Manuel richtig voraussagt, sondern weil der Verfasser angeblich Maurice selbst ist, nur 10 Jahre älter als noch zu diesem Zeitpunkt. Der Brief stellt eine Warnung und eine Bitte zugleich dar. Rette Manuel, denn wenn du es nicht schaffen solltest, wirst du es später tief bereuen. Deadline ist der 12. September. Werden Maurice und seine Freunde es in diesen 3 Monaten schaffen, ein Leben zu retten? Oder ist die Aufgabe doch eine Nummer zu groß für sie? German Let's Dado trifft den Manga Orange von Ichigo Takano. Kapitel 1. So, liebe Klasse, wir sind mit unserem Stoff für dieses Schuljahr durch. Ihr habt sehr vorbildlich mitgearbeitet und anstatt schon mit dem Thema der nächsten Stufe anzufangen, habe ich mir gedacht, wir könnten uns die restlichen Stunden noch Fragen zuwenden, die euch interessieren. Es müssen nicht einmal Sachen aus der Ethik sein, solange es nicht völlig unsinnig ist. Wie klingt das? Leise seufzend legte ich meinen Kopf auf meine Arme und schaute lustlos nach vorne. Ethik war schon so ein langweiliges Fach. Aber ich ließ mich lieber eine Dreiviertelstunde lang berieseln, als an endlosen Diskussionen mit meinen Klassenkameraden teilzunehmen. Und darauf würde es 100%ig hinauslaufen. Ich kannte Herrn Hurke und seine Art zu unterrichten gut. Den anderen Schülern schien der Vorschlag aber zu gefallen. Sie tuschelten eifrig miteinander, ehe sich einer schon begeistert meldete. »Was ist die Antwort auf alle Fragen?« Herr Hurke lächelte milde. 42, Nicholas. Aber das wusstest du bestimmt schon selbst. Was glauben Sie? Gibt es einen Sinn, wieso wir leben? Wollte Franziska am anderen Ende des Raumes aufgeregt wissen. Ihr von Akne geplagtes Gesicht glühte dabei rot wie ein Leuchtfeuer auf. Während der Lehrer zu einer Antwort ausholte, schaltete ich ab und driftete mit meinen Gedanken weit davon. Es war ein wunderschöner Tag draußen. Angenehme Temperaturen und vielleicht konnten wir in wenigen Wochen schon wieder ins Freibad gehen. Ganz in der Nähe gab es sogar eins mit Sprungtürmen und einer coolen Wasserrutsche. Dieses Jahr wollte ich mich auch unbedingt trauen, vom 10-Meter-Brett zu springen. Bisher war ich immer zu ängstlich gewesen, aber meine Kumpels würden mich Ewigkeiten lang aufziehen, wenn ich mich auch dieses Mal nicht traute. Schrödinger! Ach ja, über den sollte ich auch noch ein wenig zusammenkriegen. Ich zuckte leicht zusammen, als der Mann an der Tafel so unerwartet seine Stimme hob und setzte mich hastig wieder aufrecht an meinen Platz. Aber er schaute mich zum Glück nicht einmal mahnend an, sondern lächelte so herzlich wie immer in die gesamte Klasse. Bei Schrödinger könnte man an viele verschiedene Aspekte denken, die er der Nachwelt schon hinterlassen hat. Er war Quantenmechaniker, Atomphysiker und Wissenschaftstheoretiker und hat für seine Arbeit sogar einen Nobelpreis bekommen. Aber sein umgangssprachlich wohl bekanntestes Vermächtnis ist ein Gedankenspiel über Schrödingers Katze. Weiß denn jemand von euch etwas damit anzufangen? Ein Schüler meldete sich, unser Streber und bestimmt auch derjenige, der das Thema angesprochen hatte. Schrödingers Katze hatte ich tatsächlich so schon mal irgendwo aufgeschnappt, den Zusammenhang aber schon wieder vergessen. Herr Hurke sah ehrlich geknickt aus. Niemand sonst? Auch keine Vermutung? War da nicht irgendwas mit einem Marmeladenbrot? Gelächter. Das blonde Mädchen 2 Reihen vor mir hielt dem aber tapfer stand. Der Mann schüttelte den Kopf. Das war tatsächlich auch ein Versuch mit einer Katze. Aber leider nicht Schrödinger. Das war Murphy, meine Güte. Über den kann ich zur nächsten Stunde aber gerne noch etwas heraussuchen. Nein, Schrödingers Katze war eine Art Paradoxon der Physik, bei dem eine Katze in eine Box eingeschlossen wurde. In dieser Box lagerten außerdem noch ein radioaktiver Stoff und tödliches Gift. Sobald diese Katze nun in der hochgefährlichen Kiste sitzt und der Deckel geschlossen wird, hat sie gleichzeitig 2 gegensätzliche Zustände. Weiß schon jemand, was ich meine? Eine Katze! In einer Kiste mit Gift! Schrödinger war also ein Tierquäler und hat einen Preis dafür bekommen? Unterbrach mein Kumpel Michael plötzlich laut und aufmüpfig den Unterricht. Unter dem Pult konnte ich erkennen, dass er dabei auch noch auf seinem Handy tippte.
Ihn konnte man scheinbar genauso wenig für den Ethikunterricht begeistern wie mich, nur dass ich es nie so zum Ausdruck bringen würde. Herr Hoke hob trotzdem anerkannt seinen Zeigefinger und nickte. Ich vergaß. Es handelt sich dabei natürlich nur um ein Gedankenexperiment. Guter Einwand. Schrödinger hat nie wirklich eine Katze oder irgendein anderes Tier bei so einer Überlegung vergiftet. Wir können uns ja auch ohne einen richtigen Versuch denken, was passieren wird. Na kommt schon, was würde mit der Katze passieren? Micha schnaubte. Er war sicherlich sauer, dass der Lehrer es immer schaffte, sein Rebellentum ins Gute zu verkehren, obwohl es eindeutig nicht als positiver Einwand gemeint war. Ich mochte diese Eigenschaft eigentlich. Kein anderer würde so etwas in seinem Unterricht tolerieren und es machte Herrn Hoke einzigartig unter seinen Kollegen. Wenn ich dann aber andererseits meinem Kumpel dabei zuhörte, wie er sich über diese Ignoranz beschwerte, konnte ich auch ihn irgendwie verstehen. Sie würde durch die Radioaktivität sterben. Genau, Franziska. Aber vielleicht überlebt sie ja auch. Perfekt! Da hätten wir auch schon unser Paradoxon. Die Katze könnte sowohl lebendig als auch schon längst tot sein. Niemand könnte es je feststellen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn man die Box wieder öffnet. Man könnte also behaupten, dass das Tier bis dahin tot und lebendig zur selben Zeit ist. Es startete wieder das Getuschel. Ich überlegte. Was er da sagte, klang zwar schlüssig, aber es war doch eigentlich völlig unmöglich. Ein Lebewesen konnte nicht tot und lebendig sein. Sie war nur eins von beiden, sobald man den Deckel schloss. Aber ich beteiligte mich nicht an der aufsteigenden Diskussion und räumte schnell meinen Hefter weg, als es kurz darauf klingelte und Herr Hoke versprach, uns zur nächsten Woche noch ein weiteres zu Schrödinger und Murphy herauszusuchen. Zum Glück war das Schuljahr aber nicht mehr allzu lang und wir würden bald schon wieder zum richtigen Unterrichtsstoff zurückkehren. Nicht, dass ich schlecht in sowas gewesen wäre. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, was uns das Wissen um Schrödingers Katze bringen sollte. Das war doch so realitätsfern und unpraktisch. Wir werden wahrscheinlich niemals in unserem Leben in eine Situation kommen, in der uns diese Erkenntnis aushalf. Dann lieber zurück zu den Philosophen, Gottesbeweisen und der Moralethik. Und sei es auch nur für gute Noten. Die Parallelklasse hatte jetzt auch Schluss und wie jede Woche um diese Zeit traf ich mich mit meiner Clique am Ausgang. Wir waren zu fünft, kannten uns schon seit der Grundschule und unternahmen beinahe täglich etwas zusammen. Na, Maurice, du sahst auch nicht gerade begeistert von Hokes Idee aus, was? Neckte mich Micha, der zu mir aufgeholt hatte und mich in die Seite knuffte, ehe er die anderen voraus begrüßte. Mit ihm verstand ich mich sogar von all meinen Freunden am besten. Er war trotz seines Desinteresses an den meisten Fächern ein wahres Genie, schrieb nur Einsen und Zweien und war mein absoluter Inbegriff von Coolness und Lässigkeit. Heimlich bewunderte ich ihn echt oft. An ihm perlte alles scheinbar ganz leicht ab, während ich oft zögerte und mich lieber zu Dingen überreden ließ, anstatt mich mit anderen Leuten deswegen zu streiten. Eine große Schwäche von mir. Aber was sollte man machen? Jetzt, wo ich bei meinen Freunden war, wollte ich aber erst einmal nicht weiter daran denken. Oliver und Erik, meine beiden anderen guten Kumpels, hatte man in der 5. Klasse, also vor 4 Jahren, von uns getrennt und in die Klasse von Frau Drahle gesteckt. Die beiden anderen, Michael und Alina, waren zum Glück bei mir geblieben. Über Erik ließ ich nicht viel sagen. Er war ein sehr stiller Junge mit rotblonden Haaren, aber auch schlagfertig, wenn es darauf ankam. Und man konnte ihm alles von Uhren bis hin zu Spielekonsolen geben. Spätestens eine halbe Woche später bekam man sie vollkommen repariert und auf Vordermann gebracht zurück. Jedenfalls, solange man nett zu ihm war. Über Alina wiederum hätte man Romane schreiben können. Sie mochte erst wie ein zierliches Püppchen wirken, aber wehe demjenigen, der sie mit Samthandschuhen berührte. Sie konnte riesige Holzklötze schleppen, da sie ihrem Handwerkervater andauernd zu Hause aushalf, lernte Kickboxen, kletterte am liebsten auf Bäume und hatte sogar mal eine richtige Felswand im Elbsandsteingebirge bezwungen, nur mit einem einfachen Seil gesichert und mehrere hundert Meter über festem Boden. Sie war so unmädchenhaft, wie es für ein schlankes, knapp 1,65 Meter großes Wesen mit göttlich schöner Stimme möglich war. Wir hatten gelernt, das zu respektieren und sie ohne jede Benachteiligung in unserer Jungstruppe mitbestimmen zu lassen. So, das sollte die Kurzfassung gewesen sein. Oliver war unsere zweite Sportskanone. Deswegen ständig im Wettstreit mit Alina und sprühte immer vor guter Laune und Energie. Und Michael konnte mal von außen zwar wie ein ziemlicher Stinkstiefel und Streithahn wirken, da er oft miesepetrig drauf war, aber hatte durchaus auch eine nette Seite. Wir waren als Gruppe die perfekte Ergänzung füreinander und von mir aus könnte das bis in alle Ewigkeiten genauso bleiben wie jetzt. Kapitel 2.
Wir waren bis spät abends bei Oliver gewesen, weshalb mich auch mein Wecker am nächsten Morgen so störte, als er mich aus dem Bett scheuchte. Ich gähnte, schaltete ihn noch schlaftrunken aus und rieb mir die Augen. Eines Tages würde ich ihn ignorieren und einfach weiter liegen bleiben. Das hatte ich mir fest vorgenommen, aber ich tat es letztendlich doch nie. Sonst musste ich nur viel zu viel nachholen und heute wollte ich eigentlich unbedingt zur Schule gehen. Olli hatte mir nämlich erzählt, dass jemand Neues in unsere Klassenstufe kommen würde. Vermutlich sogar in seine Klasse und dass sich seine Deutschlehrerin gestern mit einer Kollegin lautstark über ihn unterhalten haben musste. Er oder sie kam wohl aus Essen, hatten sie noch gemeint. Von so weit außerhalb waren echt weniger an unserer Schule und mich interessierte schon, was ihn oder sie wohl hierher verschlagen hatte. Ich hoffte insgeheim, dass es ein Mädchen war. Auch wenn das bedeutete, dass Michael sich sofort an sie ranmachen würde. Wir hatten eine Wette am Laufen, ob er auch wirklich jede abschleppen konnte, die er wollte. Und er war tatsächlich am Gewinn. Da ich wieder einmal spät dran war, schlagen ich nur schnell mal Frühstück in mich, zog mich an, machte mich soweit fertig und öffnete gerade die Haustür, als meine Mutter mich rief. Maurice, da liegt ein Brief für dich auf dem Tisch. Ja, okay. Aber muss jetzt los, antwortete ich, lief nochmal zurück, schnappte mir den Brief und stopfte ihn hastig zwischen meine Bücher. Dann sprang ich auf mein Fahrrad und radelte los, als wäre ein wilder Hund hinter mir her. Auf dem Weg durch einen Teil der Innenstadt kurfte ich ziemlich knapp um die Fußgänger, die um diese Zeit bereits wie Ameisen geschäftig auf dem Straßenpflaster herumwuselten, und raste im nächsten Moment beinahe an einen braunhaarigen Jungen, der sich an seine Tasche klammerte. Ich bremste notgedrungen, schlitterte mit meinem Hinterreifen weg und stürzte durch den Schwung beinahe noch mit dem Kopf voran zu Boden. »Oh, entschuldige bitte«, murmelte der Typ, lief aber sofort weiter, ohne noch einmal zurückzuschauen. »Tut mir leid«, blieb mir am Hals stecken, als ich so ohne weiteres allein gelassen wurde, nur mit meinem Schock und meinem heftig pochenden Herzen. Also, wären unsere Rollen vertauscht gewesen, hätte ich mich wenigstens erkundigt, ob es meinem Gegenüber gut ging und wäre nicht einfach weggerannt. Aber egal, es hatte ja keinen Zweck, sich aufzuregen. Kurz sammelte ich mich noch und fuhr dann schnellstmöglich weiter, immer achtsam auf noch so einen Zwischenfall. Ich kam noch gerade so rechtzeitig, nur wenige Minuten zu früh, grüßte entschuldigend Olli und Erik, die schon in ihrem Raum saßen, und bemerkte ihr leichtes Schulterzucken in meine Richtung. Der Neue kam offenbar doch nicht zu ihnen. Und in unsere Klasse dann auch nicht. Jedenfalls war noch niemand da, um den sich eine begeisterte Traube stellen und schon jetzt vor Stunden beging mit 1000 Fragen löchern konnte. Ach, naja, dann würden wir halt nicht so schnell über ihn erfahren. Aber spätestens in einer Woche sollten wir ihn oder sie mal gesehen haben. Allzu groß war unsere Schule ja nicht. 10 Minuten des Unterrichts verstrichen ohne große Vorkommnisse, bevor es plötzlich leise klopfte und die Miene unserer Lehrerin sich aufhellte. »Ah, da muss er sein!« Ich schaute zur Tür auf, also würden wir doch den Neuen abbekommen. Meine Hoffnungen auf eine Mitschülerin verpufften allerdings auch im selben Moment. Schade. Ich hätte mich wirklich über ein Mädchen gefreut, aber ein Junge war sicher auch okay, solange er nett war. Die Lehrerin öffnete dem Zu-spät-Kommer und ich erkannte die dunkle Haarmatte auf den ersten Blick wieder. Der Typ, mit dem ich beinahe zusammengeprallt wäre. Ich erinnerte mich genau an ihn, obwohl ich ihn nur so flüchtig gesehen hatte. Er war es eindeutig. Er hatte die gleiche knapp schulterlange Frisur, das blasse Gesicht und die schmale Stupsnase. »Ich wurde aufgehalten. Entschuldigung«, murmelte der Fremde mit dünner, für sein Alter ziemlich hoher Stimme und strich sich die langen Strähnen aus der Stirn. Aber nicht cool oder lässig, sondern zögerlich und schüchtern, als wüsste er nicht wirklich, was er genau hier tat oder wollte. Unauffällig schaute ich zu Alina und Michael hinüber, die nebeneinander saßen, und entdeckte ablehnende Gesichtsausdrücke. Das Mädchen musterte den Neuen verwundert, aber in Michaels Augen entdeckte ich sogar echte Abscheu. Kannten die beiden sich etwa von irgendwoher? Wieso sollte mein Kumpel ihn sonst anstarren, als wolle er ihn im nächsten Moment verprügeln? Ich beobachtete den Jungen vorne nochmal genauer, wie er von einem Fuß auf den anderen trat. Er war ein wenig größer als ich, 10 Zentimeter, wenn ich schätzen müsste. Seine fast schwarzen Haare bildeten einen unübersehbaren Kontrast zu seiner beinahe weißen Hautfarbe und seine aus Unsicherheit ineinander verschränkten Finger waren spindeldürr. Vielleicht war er das auch insgesamt, aber dann versuchte er es irgendwie unter einer ausgebeulten, blauschwarzen Jacke und einer weiten Jeans zu verstecken. Kurz gesagt, er sah wirklich ein wenig seltsam aus. War er ein Emo?
Ich konnte es nicht genau sagen, aber meine Gedanken bestätigten sich, als ich dunkle, breite Augenringe bei mir entdeckte, während er einen raschen Blick um sich warf, um sich einen Sitzplatz auszusuchen. Dabei trafen sich unsere Blicke kurzzeitig und er schreckte auf, als er mich scheinbar ebenfalls wiedererkannte. Auch ich schaute schnell zur Seite, damit er nicht glauben musste, ich würde ihn in Grund und Boden starren. »Magst du dich ganz schnell vorstellen?« munterte ihn die Lehrerin auf und er nickte schließlich unbeholfen. »Hi, mein Name ist Manuel, Manuel Bittinger. Und ich komme aus Essen, aber wir sind hierher gezogen, weil nicht so wichtig.« Er verstummte und starrte kurz entschlossen vor sich hin. Dann bahnte er sich einen Weg durch die Bank rein, direkt auf mich zu. »Ist hier noch Platz?« »Ja, sicher«, murmelte ich und machte ihm eifrig Platz. Ohne ein weiteres Wort setzte er sich und packte langsam aus. Eine unangenehme, seltsame Pause entstand, die ich aber nicht durch irgendwelchen Smalltalk unterbrach. Er wollte bestimmt seine Ruhe haben. »Sorry nochmal wegen vorhin«, sprach er mich wiederum an, als er fertig war, und ich schüttelte nur flüchtig den Kopf. »Ist ja nichts passiert.« Wieder Stille. »Egal, jetzt mussten wir uns eher auf den Unterricht konzentrieren.« Wir unterhielten uns nicht weiter in den nächsten 2 Stunden. Doch mir fiel plötzlich der Brief wieder ein, den ich nur eingesteckt und nicht geöffnet hatte. Unauffällig zog ich den knallgelben Umschlag aus meiner Tasche und stutzte. Kein Absender, nur mein Name samt Adresse. Mehr nicht. Mir wurde seltsam warm. Ich kannte nur eine Art von Briefen, die so verschickt wurden. Und das waren Liebesbriefe. War das einer? Aber ich hatte noch nie einen bekommen. Wer sollte mir auch einen schicken? Normalerweise bekam Michael immer die Mädchen ab. Hieß das dann vielleicht, dass ich die Wette gewonnen hatte? Begeistert und aufgeregt, aber auch ein wenig ängstlich, ritzte ich das Papier auf und zog leise den zusammengefalteten Zettel heraus. »Lieber Maurice, ich hoffe, dass sich dieser Brief erreicht und dass es dir gut geht.« Klang doch nicht gerade wie ein Liebesbrief. Aber ich lasse trotzdem schnell weiter. »Ich schreibe dir, weil ich dich um etwas sehr Wichtiges bitten muss. Vor 10 Jahren habe ich einen großen Fehler begangen, den du auf keinen Fall begehen darfst. Denn du wirst es sonst in der Zukunft bereuen, so wie ich es bereue, falsch gehandelt zu haben. Das alles weiß ich, weil ich dein zukünftiges Ich bin.« Ich keuchte erschrocken auf. Mein zukünftiges Ich? Wie war das möglich? Erlaubte sich da jetzt jemand einen schlechten Scherz mit mir? Damit du glauben kannst, werde ich dir ein paar Beweise liefern und die wichtigsten Ereignisse von heute aufzählen. Es wird ein neuer Schüler in deine Klassen kommen. Sein Name ist Manuel und du bist ihm durch Zufall bereits heute früh in der Stadt begegnet, als er dir beinahe vor dein Fahrrad gelaufen wäre. Alles okay bei dir? Micha und Alina mögen ihn offenbar nicht, und auch du wirst eher skeptisch über ihn sein. Er wird sich neben dich setzen. Hör mir bitte zu, das ist sehr wichtig. Du musst ihn retten. Für mich und auch für dich. Maurice, was ist los? Ich schreckte auf, als unsere Lehrerin mich aufrief. Manuel schaute mich auch verunsichert an. Micha, Alina und der Rest der Klasse ebenfalls. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und meine Gedanken rasten. Mir ist schlecht, stotterte ich noch, bevor ich aufsprang und aus dem Klassenraum stürmte. Was war das? Was hatte ich da bekommen? Das war so nicht richtig. Man bekam keine Briefe aus der Zukunft. Und erst recht nicht von sich selbst. Das war unmöglich. Und doch stimmte alles, was er gestanden hatte. Schwarz auf weiß, Wort für Wort. Wie ging das? Das konnten doch keine Zufälle sein. Auf der Jungstoilette angelangt, ließ ich mich gegen die gefließte Wand sinken und holte erst einmal Tiefluft. Okay, ich musste ruhig bleiben. Ganz ruhig. Sicherlich gab es für das alles eine simple, unspektakuläre Erklärung. Bestimmt hatte jemand schon vorher von Manuel gewusst. Micha vielleicht, so wie er ihn angestarrt hatte. Nur wenn er so guckte, hätte er mir bestimmt nicht geschrieben, dass ich ihn retten sollte. Olli etwa? Er hatte uns ja gestern schon die paar Brocken über den Neuen verraten können. Aber das klang nicht nach ihm. So ganz und gar nicht. Und das war auch nicht seine Handschrift. Ich hob den Zettel an und fixierte die erste Zeile. Lieber Maurice.
Das war meine Schrift. Eindeutig. Dann kam er eventuell ja doch aus der Zukunft. Wahnsinn! Voller Faszination und mit zitternden Fingern überflog ich den Brief noch einmal und bemerkte, dass doch ein ganzer Absatz den unteren Blattrand zierte, den ich bisher nicht gesehen hatte, da ich zuvor unterbrochen worden war. Du musst ihn retten. Für mich und auch für dich. Er bedeutet mir mehr, als du dir momentan vorstellen kannst. Bitte glaub mir. Heute in der großen Pause wird er dich fragen, ob ihr Freunde werden wollt. Wenn du ihm darauf nichts antwortest, wird sich vielleicht alles so wiederholen, wie es in meiner Zeit passiert ist. Bitte sag stattdessen ja. Du wirst früh genug verstehen, wieso. Verändere deine Zukunft, Maurice. Dein älteres Ich.